Ja, das ist schlecht, ich will auch ballern. Vor allem jetzt, wo Schnee liegt. Du ballerst nicht, du bist Polierer. Too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Also, wir sind hier in Neumarkt bei Fischer Automobile. Was wir da genau machen, schauen wir uns jetzt mal an. So. Hey, alles gut? Also, wir sind hier mit dem Basti beim Fischer und der Basti hat mir, oder der Firma Bistas Germany, ein Auto verkauft. Ich hatte die Ehre. Ich musste es kaufen, er hat mich gezwungen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an, schauen, was daraus wird, ne? Ja, noch sehen wir nichts. Soll ich dir mal ein bisschen was zeigen? Ja, bitte. Ich habe immer noch Keyless. Boah, krass. Ja, also ich habe mir einen Variant bestellt, Variant R, um das Ganze für die Firma. Und ja, der wird jetzt natürlich nur abgeholt. Umgebaut wird natürlich auch noch, foliert. Was so kommt, das ganze Zeug, schauen wir einfach mal. Lass dich überraschen. Ah. Also, wir hocken jetzt im Golf 7 Variant und zwar sind wir auf dem Weg zur Firma Fasol Industries. Das Auto haben wir gestern geholt und wie man sieht, ist das Auto weder foliert noch tief noch sonstiges und das müssen wir natürlich ändern. Deswegen kommt in das Auto was Schickes rein und was, das seht ihr gleich. Mal schauen. Und da sind wir schon! So! Da ist er doch schon. Der Lulatsch. Der versteckt sich leider! Alter, hast du dreckige Finger. Also, das ist jetzt der besagte Dennis, ne? Schau her. Das nächste Mal einfach mal so noch. Wie man schon vermuten kann, Fasol Industries, der Dennis, der würde zwar Schönes in das Auto reinbauen. Es wird ein Luftfahrwerk werden von Airlift Performance. Und schauen uns mal das Ganze an, was der so treibt. Und dann lassen wir uns überraschen, hätte ich gesagt. Top, die Fette grillt. Ja, nein, diese Woche ist noch keine Porsche. Diese Woche keine Porsche? Erst frühestens. Nein, ist noch nicht da. Dürfen wir gerne sowieso alle die. Hinterachse. Geil. Vorderachse. Voll der Knüppel, hey. Dann kürzen wir es noch. Ja klar, schneidest halt damit der Flex ab. Und ganz klar. Ja. Das war der Plan. Ja. Stoßdämpfer dann verlöten halt, oder gescheit, dass das alles passt. Top. Machst du schon. So, mein lieber Marco, du bist live in dem Video dran, guck. Dann machen wir das einfach so, wir fahren jetzt heim mit dem Dennis seinen Bus hier und dann komme ich dich besuchen in deinem Wohnklo. Na, was hältst du denn davon? Ja, Heimweg, ne? Mit Hightech-Schleuder Nummer 1, Caddy, 75 PS, Turbo-Diesel. Hey, mir ist so kalt. Hey, der Karre ist arschkalt. Ah, ich habe irre Hunger, mir ist kalt und ich will ins Bett. Ich glaube, dass wir viel zu viel Schrott schon haben, oder? Kann das sein? So, nächster Tag. Wir sind wieder auf dem Weg zurück zum Dennis, Fasol Industries. Wir sind hier gerade
am Versuchen, den Berg hochzufahren mit dem Dennis sein Caddy. Hier stehen schon die Leute. Hier hat es irre, also irre geschneit hat es nicht, aber es ist einfach irre glatt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht stehen bleiben. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das noch schaffen. Ja, was soll ich denn sagen? Die Hälfte haben wir schon geschafft. Ja. 6.5 hours later. Also wir sind jetzt wieder beim Dennis in Himau. Ich habe ja einen Pulli für ihn dabei und jetzt schauen wir mal, ob der die Karre überhaupt noch da ist. Der ist gar nicht. Der steht gar nicht drin, der ist gar nicht da. Ist das schon alles? Macht Spaß, oder? Ja. Dankeschön. Ja, macht Spaß. Wieder im Stress. Ja. Bei Kundschaftswagen. Ja, schauen wir uns die Karre mal an, oder? Alter, das war die Tanne. Sieht ganz schön geil in der Kante. Sieht schon fett aus, oder? Und was sagst du? Fett, Alter. Der ist ultra krank. Wie wär's mit Carporn?